Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir haben das letzte Mal gesagt, wir leveln da ein wenig die Heilung und das ging da hier so mit der Druckplatte und unserem, ja, Karl Farkasch. Wir heilen das, den Jungen. Hey, das war gut. Und uns selbst. Und dadurch sind wir jetzt endlich. Oh, schon wieder. Auf die Stufe 30 gekommen. Ist der jetzt wieder gesund? Okay. Schauen wir mal nach, wie es da aussieht mit uns und wir können aufsteigen auch schon. Ja genau, zur nächsten Stufe und da werden wir gleich in Gesundheit investieren. Das müssen wir und wir haben dabei Wiederherstellung einen Perk. Nämlich den wollten wir hier haben. Die Erholung, da gibt es zwei Stufen, nämlich die erste Magicka regeneriert sich 25% schneller. Das nehmen wir doch gleich. Und dann haben wir noch ein Talent zu verbessern. Und Wiederherstellung hatten wir. Ah, da sind wir noch nicht so weit. Wir haben erst Zerstörung 29 und wir würden 30 brauchen für den Feuerzauber, aber egal, ja. Wir machen uns da weiter auf die Suche, Silberschwert. Und ich setze da gleich mal ganz was anderes. Den Feueratronachen und die Flammen Nummer 2. Gut, weil ich arbeite jetzt hier mit Atronachen permanent. Das ist mir egal, ich brauche das. Da waren wir schon drin. Sorry Leute, und zurück. So, da hinten, die haben wir auch schon untersucht, oder? Jagdbrunnen, ja, die hatten wir auch schon. Okay. So. Weiter geht's und da schleichen wir uns doch gleich mal rein. Ja? Ja, wovor ich da am meisten Angst habe, sind die Bogenschützen der silbernen Hand, weil 2-3 Treffer und das kann mit uns vorbei sein. Das geht recht schnell. Ist da jemand? Oh ja. Ah, wir sind gelevelt und da vorne gibt's noch. Ah, die sind hinter der Tür. Okay. Hört ihr das? Die kämpfen da gerade mit dem Traug. Okay, wir durchsuchen die Dame da mal. Ja, wollen wir auch nicht, ja. War das eine Dame? Ja, sieht so aus, ja. Und geschminkt ist sie auch. Falkenfedern und Gold nehmen wir mit und den Rest lassen wir. So, wir schauen dann gleich zu den Fertigkeiten und Zerstörung, nämlich Feuer gegen die Draug nehmen wir, ja? Und sollen wir einen als Reserve lassen? Frost könnten wir dann zur Not auch noch, wenn es notwendig ist. Ha? Okay. Ich mache hier nur einen kurzen Schnitt. Und weiter geht's. Wir gehen da mal rein und schleichen da ganz leise. Wo sind wir da? Da sind Gegner. Wo sind denn die? Alle weg. Aha. Ganz leise, Leute, ganz leise. Wer hustet denn da?
ich bin da jetzt extrem leise, Leute, weil ich will da nicht noch einmal sterben. Da bin ich nämlich ja schon mal in die ewigen Jagdgründe geschickt worden, nämlich von einer Bogenschützin, die da unten zu Hause war. Aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch da sind. Da ist auch noch ein Draug. Ihr seht den. Ich habe das Feuer immer nur deswegen ausgerüstet, weil im Nahkampf das einfach besser kommt. Aha. Gut. Ist das auch ein... Ja, da. Okay. Das war's dann auch. Da die noch schnell... So, jetzt haben wir bald das Maximum an Tragelast. Schleichen verbessert. Okay, ich speichere nur kurz jetzt hier und schon geht's weiter. Da unten ist einer. Ja. Das funktioniert nämlich toll schon mit einem Schuss. Da noch irgendwo, da ist auch noch einer. Den machen wir ganz normal mit Feuer. Schauen wir, ob wir so weit kommen. Geht ja auch recht schnell, ja? Ist da jemand? Oh ja. Schaut mir die Spielchen. Ja! Feuer! Jemand schlägt ein Tor. Das gibt's doch nicht, Leute. Und jetzt nehmen wir nämlich den doppelten orgischen Hammer. Ich werde euch mit einem Insekt zerquetschen. Noch irgendwo eine? Farkasch, ich muss dich heilen? Okay, dann machen wir doch. Ich werde euch umbringen. Ja, wenn. Oh ja. Jetzt müssen wir uns da ein wenig umrüsten, weil Fuß hier. Oh, fuck you. Den orkischen Kriegshammer, komm her. Und jetzt müssen wir uns heilen auch noch. Das geht so rasch mit dem Zeug. Da ist die Heilung. Der ist nämlich echt heftig drauf. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich verdrück mich da. Ich glaub's ja nicht. Wir nehmen den Silbernen, nicht den Orkischen, ja? Okay. Das gibt's doch nicht. Habt ihr gesehen, was war mit dem Jungen los? Der hat extrem viel Lebensenergie gehabt. So, und jetzt versuchen wir noch einmal den Jungen zu heilen und uns selbst noch einmal. Heilung und heilende Hände, komm her. Fehler. Du laufst auch ins offene Feuer. Das war gut. Ist ja mal klar. Ha? Du hau drauf und Schlusstyp, das war ja wieder mal ein Ding. Aber wir sind wenigstens nicht gestorben.
Das passt schon. Wir werden da jetzt den Raum durchsuchen und wir sehen uns dann gleich wieder hier bei dem Durchgang. Okay, Leute. Kleinen Moment. Und weiter geht's in den nächsten Raum. Wir werden da gleich mal schauen, was da jetzt so auf uns zukommt. Kann man die alle jetzt da aus diesem Raum? Okay. Da wurde auch gemetzelt. Ich bin nur kurz mal ganz leise. Ja, das ist der Gang, da kamen wir rüber und die sind da herumgerannt, ja. Und? Ja, passt. Ist ja alles sauber hier. Okay, durchsuchen wir das Zeug mal. Und wo ist unser Karl Farker schon wieder? Der ist da hoffentlich nicht gestorben. Ah, hinter uns. Passt ja schon. Ah. Ich liebe unseren Feueradronachen deswegen. Lassen wir den umherschwirren permanent. Da schauen wir noch durch. Gold ein wenig. In den Urnen ist immer was drinnen, ja. Gold und Amethyst und Zaubertrank. Da hinten ist auch noch eine. Und da liegt ein Einbalsamierter. Cool. Da haben wir auch noch was. Oh, komm. Mädel. Ah, Gold. Das war's. Da gibt's einen Haufen an Leintüchern. Und jetzt muss ich da mal reinschauen. Bücher, Bücher, Bücher. Ein Balsamierungswerkzeug. Nichts für uns. Ja. Okay. Es geht leichter so in der Ego-Perspektive das Zeug zu durchsuchen. Darum mache ich das gleich einmal so. Das ist ein verbranntes Buch. Ich kann noch immer nicht unterscheiden, welche Bücher da wie aussehen, die man zum Leveln braucht. Ja? Da probieren wir uns ein wenig. Aha. Ich will dann nämlich... Ist ja klar. Komm, probieren wir es noch einmal. Und in diese Richtung noch ein wenig. Probieren wir es noch einmal. Ich bin so geizig, was die Dietriche angeht. Wirklich, Leute. Sorry. Seelenstein kommt gut und die brauchen wir nicht. Okay, das war dieser Raum. Das hatten wir da. Da können wir auch noch knacken. Das machen wir doch auch gleich. Komm her. Kann ja nicht die gleiche Richtung sein. Zweimal, oder? Doch. Aha. Und zwar recht rasch. Oh, das ging ja gut. Schlossknacken endlich auf 20 verbessert. Und da gibt es Zutaten, die wir brauchen können. Ein Balsamierungswerkzeug. Das... Eisgeist-Szene, genau, die sind cool. Frostsalze, auch cool. Du trägst so viel. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht. Knochenmehl und Vampirstaub. Der dürfte ziemlich rar sein hier. Beschädigtes Buch, Knochenmehl. Ein Balsamierungswerkzeug brauchen wir auch nicht. Nun gut, ich werde dann jetzt gleich einmal einen Schnitt machen, speichern und mich dann entledigen von irgendwas, damit wir auch weiterlaufen können. Irgendwas müssen wir da unbedingt wegschmeißen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
unsere Tosita und der Karl Farkas verabschieden sich jetzt. Bis zum nächsten Video. Euer Toso. Ciao.